Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Skylines, Grid City. Jetzt hatte ich fast den Namen vergessen. Und ja, heute geht es weiter in dieser wunderschönen Stadt. Letztes Mal haben wir die geile U-Bahn gebaut, die mittlerweile, ja, die wird nicht krass angewachsen sein, aber die geht immer noch hart ab. Da kann man gerade mal schauen, brauchen wir da mehr Züge? Ich glaube, ja, nee, wir lassen das so. Ich glaube, wir können sogar, nee, das sind immer noch 100, also da, es wird so sehr gut abgeholt. Ja? Das heißt, wir haben hier auch deutlich mehr, deutlich weniger Fußgänger, die hier was behindern, ja. Was wirklich sehr vorteilhaft ist für den Verkehr an unsere Kreuzung. Und hier ist die U-Bahn-Haltestelle da. Da verteilt sich das dann ab hier halt erst richtig, ja. Und dann halt hier. Jo. So weit, so gut. Grafikeinstellung habe ich auch mal auf den Texturen wieder auf mal Mittel gestellt, weil wir haben mal gesehen, das ist kein Leistungsproblem. Das ist einfach nur City, dass es manchmal ein bisschen weniger FPS gibt. Okay, jetzt geht's weiter mit Wohngebieten. Ja. Die brauchen wir einfach. Wir bauen einfach mal alles voll, weil, die kommen dann. Nee, warte, wir machen erst nochmal. Ja, nee, wird schon passen, ja. War trotzdem immer weniger wieder. Damit das hier erstmal zuwächst und die Strom haben. So. Und jetzt geht's weiter mit denen hier. Ja. Gewerbegebiete bräuchten wir natürlich auch neue. Das ist klar. Sieht es natürlich auch ein bisschen aus, als ob wir mehr Gewerbe als Wohngebiete bräuchten. Aber die sind noch nicht voll abgegradet. Das heißt, da können noch deutlich mehr Leute einziehen, als sie jetzt gerade sind. Das heißt, die brauchen das auf jeden Fall schon, ja. Gut. Wie sieht es hier aus, stautechnisch? Kann ich jetzt nichts erkennen, dass da irgendwie Probleme gäbe. Also ich, im Großen und Ganzen, der Verkehr läuft schon echt sehr gut. Ja. Man sieht es, also, ja, hier ist, ja, ja, das passt. Und das staut sich nichts, nee. So, da ist schon alles sehr gut, wo es hier läuft, ja. Das heißt, dieses Grid hier, bis dato funktioniert das, kommt natürlich darauf an, wie das jetzt natürlich sich jetzt weiter auswirkt, wenn wir das vergrößern, ja. Das weiß man natürlich nicht. Ja. Ansonsten Buslinien. Weiß ich nicht, ob wir einrichten, ob sich das lohnt. Vielleicht lohnt es sich. Ich weiß es aber auch nicht. Ich glaube eher weniger. Buslinien, die quasi innerhalb des Wohngebietes fahren. Aber ich glaube, wenn dann eh nach da vorne und da bräuchten wir das nicht. So, U-Bahn, Netz auch. Hier. Das wäre ganz cool. Wobei, nee, machen wir noch nicht. Wir schauen heute erstmal, dass wir ein paar mehr Leute bekommen. Ja. Okay. Die brauchen es nämlich. Man sieht, die brauchen neue Leute. Und dann schauen wir auch schon mal drüber, ob nochmal alles passt. Ja. Das Stromkabel würde ich mal hiermit verbinden. Müsste hier oben drüber bauen. Schade. Ja, haben wir hier auch so gemacht. Dann müssen wir tatsächlich oben drüber.
bauen. 24 dürfen wir bereichen. Passt. Das hat sich verbunden, das heißt theoretisch brauchen wir das nicht mehr. Das machen wir auch mal ein bisschen optimierter. Oh. Okay. Das heißt, dann machen wir auch so. Strom haben wir aber auch noch genug. Ja, wobei, naja, man kann ja entsetzen. Dann kriegen wir das. Dauert. Dauert. Ja, perfekt. Kann man es eigentlich auch hier in die Mitte hier setzen? Nee. Keine Chance. Viel zu groß. Okay. Wassertechnisch könnte man auch mal wieder was Neues setzen. Und das könnte man ja auch angleichen. Genau. Müsste man mal schauen. Ich will dieses Stromkabel, ja, egal. Wir setzen direkt einfach zwei neue Pumpen. Lol. Da gehen wir mal nach unten. Okay. Und hier. Ja, ist natürlich ein bisschen verschmutzt, ne? Aber ist uns egal. Ist uns egal. Naja, vom Angleichen her bei den Teilen sage ich ja mit schwierig. Aber ich glaube, da könnte eine Kaimauer geil sein. Haben wir hier Snapping an? Ja, haben wir. Das ist so eine Sache, ne? Wenn man so macht, ist halt eine geile gerade Kante, ne? Geht halt hier nicht. Vom Ding her. Nicht möglich. Außer man geht her. Geht ins Landschaftstool. Kann man hier was ändern oder ist es hier gleich? Man ist hier gleich und sagt, diese Höhe. Oh krass, das ist echt sau stückig. Das kann man echt richtig seltsam nur platzieren. Und dann steht auch immer so eine Kante. Lol. So interessant. Äußerst interessant ist das. Oh, muss aber aufpassen, wenn man natürlich nicht da rauskommt, ne? Aus diesem Muster, ja, krass. Ja, krass, ey. Das ist gar nicht so einfach. Wenn man sich das jetzt vorstellt, aber Geld bekommen wir auch gut in der Zeit rein. Und dann würde ich sagen, machen wir mal das Ufer schön, obwohl wir hier eigentlich fast nicht sind. Finde ich das aber ganz geil, wenn man das mal machen könnte. Ja, so ist gut. Und dann machen wir hier mal auf diese Höhe. Das heißt, wir gleich machen wir hier die Straße wirklich komplett gerade, das Fenster komplett gerade. Dann kann man das hier wunderschön entlang ziehen. Ja, theoretisch könnte man das. Haben wir da jetzt was vergessen? Nee, ne? Ja, manchmal gibt es natürlich so Unschönheiten, ne? Das lässt sich ja nicht vermeiden.
Das lässt sich halt echt nicht vermeiden. Und hier habe ich vergessen, Bäume wegzumachen. Auch interessant, muss ich sagen. Muss ich da ganz ehrlich sagen. Ist eine interessante Sache. Okay, und jetzt wird es weiter hier. Eine Front gemacht. Ich glaube, das wird richtig geil dann aussehen, weil das sah echt kacke aus. Okay. So ein bisschen irgendwie aufpassen, ne? Dass man da nicht zu sehr. Ich fand, das war jetzt so irgendwie ein bisschen seltsam abgesteppt. Aha, sehr schön. Ja, hier haben wir auch noch so ein kleines Ding. Das snappt richtig an für eine gerade dran. Habe ich das Gefühl. Ja, zack. Und dann ist es dran gesnappt. Und hier auch, diese Kante snappt auch. Oh. Snappt auch so richtig hoch. Ganz interessant. Ja. Hier haben wir auch sowas, was gerade nicht so geil passt. Ah, die Map ist zwar gut, aber natürlich nicht perfekt. Oh ja. Gerade hier sind wir einfach zu weit. Okay. Könnten wir jetzt aber quasi beheben. Steht zwar immer so eine komische Kante. Aber kann man praktisch wieder ausgeglichen machen. Tja, das ist interessant. Zeigt kriegen wir wunderschön die Einwohner dazu. Das ist einfach der Wahnsinn. Jo. Oh, da müssen wir jetzt viel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht gerade wird. Ich habe echt Gefühl, ja, das wird nicht gerade. Hat ja auch ein leichtes Gefälle oder so. Da müssen wir echt mal schauen. Ob wir vielleicht bei der nächsten Brücke dann hergehen und sagen, ja, nee, du. Das geht so nicht. Wie viel kostet das eigentlich? Kostet das überhaupt was? Nee, ich habe nicht das Gefühl, dass das kostet. Aber bei der Brücke werden wir jetzt mal. Oh, krass. Wir das jetzt mal ausgleichen, indem wir hergehen und sagen, so, es wird irgendwie kantig. Also kann ich nichts dran ändern. Es wird einfach kantig. Da kann man nichts ändern. Nee. Absolut nichts. Nee, kann man nichts machen. Also haben wir mal bisschen was gemacht. So, eben die Kante, damit es einheitlich wird, die kriegt man ja nicht mehr weg. So. Gehen wir jetzt mal auf diese Höhe hier. Machen da alles passend dafür. Ja. Machen wir erstmal alles so angeglichen. Müssen wir nochmal ein bisschen mehr dran halten. So. Und jetzt auf diese Höhe. Hier alles passend. Hier hinten ist die Quelle. Hier merkt man das. Hier geht es auch so zur Seite der Fluss. Das merkt man auf jeden Fall. So, hier muss jetzt so die Kante gezogen werden. Hier fehlt es auch. Oh, haben wir doch eins mehr als wir dachten, dass wir machen würden. Aber gut. Haben wir halt jetzt eins mehr, aber es hat sich jetzt so ergeben halt einfach.
Manchmal das unten ins Wasser noch so graben. Da kann ich nichts machen. So, die eine Seite haben wir. Und die andere jetzt noch. Ein Mysterium. Wo ist jetzt diese Mauer? Die sitzt da dran oder wie? Ah ja. Aha. Hieran ist jetzt dann. Auf dieser Höhe. Okay. So bin ich optimal. Das ist eins zu weit nach da. Ah ja. Ich setze die mal von hier neu. Dann haben wir hier auch die Kante passend. Wie viel kostet das? Ja, easy. 4000 nur. Gönnung. Oh, das ist nicht gut. Das ist, können wir nicht beschützen. Voll riskant eigentlich die ganze Zeit Play zu drücken. Aber passt. Passt noch. Die Stadt läuft. Und das Gewerbe will auch kommen. Ja. Deswegen, das passt. So. Jetzt so geht's weiter. Oh. Gut. Nein, schon wieder. Hä? Ach so, lol. Ich habe falsche Tools gewählt. Jo, das war's mal wieder komplett. Kann man mal machen, ne? So. Dann geht es jetzt hier weiter. Oh, da fehlt da was. Na. Da ziehen wir die Kante entlang. Okay. Überall hin und her gefahren. Aber das passt. Das sind wir nun mal schon, dass wir das eine dann nicht, diese Brücke, diese eine. Ich will halt so ungern aus diesem Ding hier raus. Okay, wo sind wir? Ah, es kommt noch. Okay. Da ist es. Das ist hier, wieso ist das hier verschmutzt? Oh, das Land ist hier verschmutzt. Tatsächlich durch die Wasserverschmutzung. Ja, genau. So rum. Ja, krass. Ganz schön was hier anzugleichen. Kommt das Wasser jetzt noch aus dem Boden raus oder nicht? Ja, es kommt noch aus dem Boden raus. Prima, es läuft ja auch nicht in so Dinge rein. Kann nichts machen, ne? Eieiei. Lastend. Pause machen. Irgendwie ja, muss er halt wieder abstufen. Das muss wieder abgestuft werden. Guck mal, ein bisschen können sie jetzt noch ziehen. Aber gleich nicht mehr. Okay, wir lassen es lieber mal. Und machen 5 Punkte weg. Und 5 mal Abwasser weg. Und machen da jetzt hier mal ordentlich die Umgebung schön gerade. Ah, hier ist leider so ein kleiner Knick jetzt. Da müssen wir mal schauen. Das machen wir auf
dass die, wobei das könnte man auch. Nee, wir machen den hier auf die Höhe. Das heißt, wir müssen da so wegmachen. So, hier so ein bisschen was wegmachen. Die Kante hier. Wunderschön. Schön ausrichten. Okay. Jetzt hier mal wieder die Kante setzen. Und Kante auch hier setzen. Und Kante fertig machen. Okay. Da können wir die Löcher können wir noch ausfüllen. Das machen wir eben weg. Aber manchmal hat das ein paar Unebenheiten. Die lassen wir jetzt aber einfach. Und wir setzen ja jetzt noch mal was hin. Damit es quasi abgerundet aussieht. Okay. Dann geht jetzt weiter mit den Pumpen. Nee, stopp. Mit der Reling erstmal. Nicht Pause drücken, auf gar keinen Fall Pause drücken. Nicht nach Hause drücken. Okay, hier fängt's an. Nee, lass uns einfach. Und da wird's halt dann bis zur Brücke gezogen. Ab der Brücke wieder weiter. Ey, was ist da jetzt los? Oh, das ist bereits belegt. Ey, vorhin ging es drüber noch. Finde ich jetzt so blöd. Können wir das vielleicht so machen, dann ist es nicht mehr so. Ich hoffe es. Ja. So, wie viel kommt... Oh. Habe ich gar nicht geschaut, wie viel es kostet, aber so viel hat es nicht gekostet. So viel kann man sagen. Hier steht Küste benötigt, weil noch Wasser ist vielleicht. Ah. Wegen der Überschwemmung. Oh. Riesige Wellen. Ich habe Pause. Ich habe Play gedrückt. Scheiße. Ja. Da muss ich kurz mal wieder die Teile hier setzen. Schnell. Hä? Ich kann das nicht mehr. Oh nein. Ich kann die nicht gescheit einsetzen. Oh, ich mach mal hier schnell Abwasser hin, wo es schon ist. 3, 3, 4, 5. Fünfmal das hier. Und dann stromtechnisch setze ich mal eins dann dahin. Das kommt weg. Dann mache ich schnell hier noch Slotte. Keimauer. Okay. Und dann kommen hier die Frischwasserpumpen hin. Eine. Noch eine. 3, 4 und 5. Und nach. Ja. Eigentlich könnte man das so machen. Ganz nach. So. Richtig ordentlich. Okay, jetzt können wir auch wieder Play drücken. Nicht ganz. Wir müssen hier noch das hier machen und dann haben wir es. Ja, das wird ein bisschen Überschwemmung geben, aber geht nicht anders. Heute wird ja heute eine richtige XXL-Folge, Mann.
Krass, Digga. Aber passt. Okay. Das muss ich natürlich jetzt alles wieder regenerieren. Und auf der anderen Seite ziehen wir natürlich auch so eine tolle Keimauer entlang der ganzen Küste. Hä? Ja, und wo jetzt? Ich muss ein bisschen kürzer ziehen. Mal das so, nee, komplett Chef. Ist eine Hauptstadt geworden. Geil. Aber da haben wir jetzt keine Zeit. Denn ich fange jetzt mit dieser Kacke einfach hier an. Aha. Einmal wird die Höhe zu hoch. Da müssen wir uns noch drum kümmern später. Oh, es geht minimal ins Landesinnen. Nein, das ist nicht exakt gerade. Aber warte mal, kann das nur noch gerade werden? Ja, kann es. Ich dachte schon vielleicht, nee, es geht nicht mehr gerade, aber es geht noch gerade. Alter, geil. Das war wirklich appreciated. Das ist einfach geil. Oh, ziehen wir die jetzt einfach lang. Ach komm, einfach so. Bei den Brücken geht es halt leider nicht. Das geht glaube ich auch nicht anders. Außer wir würden die so ein bisschen hochziehen vielleicht. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Hier können wir jetzt noch... Jetzt hier ist die Höhe zu hoch. Hier müssen wir schnell schauen, wieso das so ist. Ja. Ist halt seltsamer eigentlich. Ne? Dürfte nicht so sein. Ich tue mal ein bisschen so was hinsetzen, aber ich denke nicht. Das ist halt nicht so geil eigentlich, ne? Probieren wir es nochmal. Bis wohin geht's denn jetzt da? Gerade mal bis da. Naja, geil. Das ist nicht gut. Wir müssen echt auf 0,1 stellen, sonst ist es echt zu stark. Okay. Es ist irgendwie ein bisschen verbuggt. Okay. Keine Ahnung, wie es nicht geht. Aber das ist uns jetzt auch egal. Und ich würde sagen, damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.